Hallo liebe Rätselfreunde, hier ist Dusel in HD und in Farbe und in diesem Video zeige ich dir das Jumping Puzzle von Guild Wars 2 im Dissa-Plateau und ich bin hier östlich von der Wegmarke Bruchwall, hier etwa, und da steht auch ein Speer, der dir ein paar Sachen in der Nähe zeigen kann. Und was wir hier machen ist, wir springen hier die kleinen Felsen hoch und bahnen uns unseren Weg zur prachtvollen Truhe und die Kämpfe schneide ich raus, denn dafür sind wir ja nicht da. Wie du kämpfst, weißt du selbst am besten und ich zeige dir hier einfach nur den Weg und wir wollen hier weiter hoch die Felsen, bis wir da oben angekommen sind. Da kommt auch gleich der nächste Kampf und bis hierhin war es relativ einfach und jetzt kommen so ein paar Sachen, die wirklich gut versteckt sind, zum Beispiel dieser Durchgang hier, und dann wenn du hier hochspringst und ganz oben angekommen bist, dann ist auf der anderen Seite ein Loch in der Wand. Ich versuche es mal ein bisschen zu zeigen, ungefähr hier. Und da ist dieses Efeu oder was es sein soll davor und da springen wir einfach durch. Und dann, wenn du hier ankommst, springt so ein Typ runter. Den machen wir platt, die Fledermaus danach machen wir auch gleich platt. Wie gesagt, ich schneide die Kämpfe raus, damit das Video nicht so lang geht und wir schnell zum Punkt kommen, so schnell wie es zumindest geht. Und dann geht es hier links rum. Wieder einen schmalen Durchgang und dann hoch. Ich spiele das Video auch, wie alle anderen auch, immer leicht beschleunigt ab. Also nicht wundern, dass ich ein bisschen schneller laufe als du im Spiel. Hier holen wir uns die Zwiebeln und wenn du die Zwiebeln hast, drehst du dich nach links. Hier die zwei kleinen Vorsprünge auf die Treppe. Dann geht es geradeaus durch und jetzt haben wir es auch schon fast geschafft. Hier der letzte Sprung und hier ist dann der kleine Boss, der die fantastische Truhe bewacht. Hier ungefähr bin ich auf der Karte. Auch den Kampf schneide ich wieder raus. Der war ein bisschen härter, muss ich zugeben. Der hat einiges wegstecken können, der gute Herr. Und danach lootest du die Truhe. Ich lasse diesmal das Video ein Stück länger laufen, damit man auch sehen kann, was ich gelootet habe. Das kam als Kommentar, als Anregung in einem der letzten Jumping Puzzle Guides. Und soweit wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.